Ein ovales Gesicht von einer schwarzen Konturlinie umrissen, die es förmlich aus dem Hintergrund herausschneidet. Leicht asymmetrische Mandelaugen, ein eleganter, dünner, langer Hals. Augenbrauen, Nase und Mund sind mit einfachen Linien gemalt. Das sind die Hauptmerkmale der Porträts von Modigliani, fast ein Markenzeichen. Anders als viele Künstler seiner Zeit malte Modigliani sehr viele Porträts, Dutzende, Hunderte vielleicht, deren Gegenstand Freunde, Kunsthändler und Mäzene waren, die damals mittellose Künstler unterstützten. Einer davon war Leopold Zborowski, der Modigliani in dessen schwierigen letzten Jahren brüderlich zur Seite stand. Modigliani malte ihn mit seiner Frau Hanka viele Male. Und auch bei der Frau mit Kragen handelt es sich um Hanka Zborowska bzw. Anna, wie man oben rechts in ungelenker Handschrift und kaum erkenntlich auf einem dunklen Ziegel der Wand im Hintergrund lesen kann. Die Farben sind einfach, direkt, ohne Schattierung. Ein weißer Fleck bildet den Kragen, der dem Bild Licht gibt und mit dem dunklen Untergrund des Kleides kontrastiert. In der Mitte das ziegelrote Gesicht ohne Details gezeichnet und ohne Hell-Dunkel-Schattierung, das sich deutlich und fest vom Hintergrund abhebt. Das Gesicht erscheint ein wenig ausdruckslos, fast abstrakt und doch voll psychologischer Kraft. Durch die Vereinfachung und Reduzierung der Gesichtszüge lädt Modigliani ein, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hinter den Schein des Porträts zu sehen, das Besondere in der Person zu suchen, die wir vor uns haben, und zugleich das Ewige, das in einem Kunstwerk steckt.